Das wird so ein geiler Vlog, ihr werdet es nicht glauben. Wir fahren wieder nach St. Moritz zu The Ice, wo wir schon vor 2 Jahren waren und 2 Tage vorher wurde alles abgesagt. Ich habe mir vorgenommen, ich will nichts wissen, weil ich überrascht werden will. Ja, ihr könnt euch, glaube ich, denken, wie das gelaufen ist. Ich weiß fast alles, glaube ich zumindest. Und das ist so krass. Ich verrate euch noch nichts. Im Thumbnail habt ihr sicherlich schon was gesehen. Ich warte jetzt hier gerade auf den Sebi. Der kommt jetzt gerade hier aus der U-Bahn, der Geringverdiener. Und dann fahren wir los mit unserem schicken neuen DS9. Unser erster Stopp wird aber nicht St. Moritz sein, weil wir holen noch den Nico ab. Und da fahren wir noch bei Ruf und bei Novitec vorbei und schauen da jeweils mal in den Showroom rein. Und dann startet einfach ein so krasser Roadtrip. Ich bin so gespannt. Leute, das wird so geil. Da ist er. Es geht los. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Freust du dich so ein kleines bisschen? Minimals. Du siehst schon aus wie The Ice mit der geheißen Jacke. Du bist The Ice. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Wir wollen zu Ruf nach Pfaffenhausen, hast du verstanden? Volle Dreckskarre, was soll das? Welches Sonderziel, Kaufhaus, möchten Sie navigieren? Nein, nicht Kaufhaus! Ruf, habe ich gesagt! Ruf, habe ich gesagt! Du musst mit französischem Dialekt sprechen. Achso, oh, bonjour. Bonjour, la DS. Wir möchten nach Pfaffenhausen. Okay, was macht ihr? Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ja, so sorry, also, okay, wir fahren einfach jetzt auf gut Weg. Brudis, wir sind in Pfaffenhausen, wir sind bei Ruf. Und ey, da stehen schon richtig geile Autos davor. Hammer geil, wie viele Yellowbirds. Ui. Vorne bei Porsche, weil da ist ja noch ein Porsche-Werkstatt da vorne, da stehen auch noch geile Sachen. Gehen wir auch hin. Gucken wir uns alles an. Ich war jetzt einmal drin, sowohl im Showroom hier vorne als auch in der Werkstatt. Das hier im Showroom sind übrigens beides auch CDRs, also die typischen Yellowbirds, wie man unter dem Namen kennt man sie ja, wie da vorne auch zwei. Drin in der Produktion waren auch noch ein paar, da durfte ich jetzt leider nicht filmen, aber zumindest konnten wir uns das einmal alles ansehen, inklusive Lackiererei und Motorprüfstand und sowas. Vielen Dank an den lieben Freund Steffen, dass er uns da einmal durchgeführt hat. Ja, das heißt, das hier haben wir jetzt alles gesehen. Einmal gehe ich noch kurz rüber, da vorne stehen mir auch ein paar schöne Porsche, die filme ich euch auch einmal ab. Und dann geht's weiter in Richtung Novitec. Auch der Porsche-Service hier auf der Seite wird halt größtenteils von Ruf in Beschlag genommen. Hier vorne stehen ein paar Fahrzeuge noch, die nichts mit Ruf zu tun haben. GT3, das hier irgendwie ein Restomod, der angeblich wohl mega laut sein soll. Schöner Turbo auch mit Ruf. Man sieht es da zum Beispiel am Sitz. Jetzt macht der da hinten gerade mega Lärm. Egal, wunderschöner 911er noch, erste Generation. Und hier auch noch mal ein Ruf mit dem Nummernschild auf den Kühlergrill tätowiert quasi. Und da drin im Service, der ist gerade eben auch noch vorbeigefahren, habe ich leider kein Video gemacht, ist noch ein italienischer Rufumbau. Das ist ein Cayman, also ein umgebauter Cayman. Namen blende ich mal kurz ein, den habe ich wieder vergessen. Die Zeit wird langsam schon wieder knapp. Wir müssen jetzt, damit wir pünktlich um kurz nach 11 bei Nico sind und einsammeln können. Schnell noch bei Novitec vorbei, da steht auch noch ein paar krasse Sachen im Showroom, die wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, wenn das hier alles schon um die Ecke ist. Also, auf geht's, bis dahin. Ui. Da steht ein Betonmischer vor der Tür. Ist der von Novitec? Wir packen jetzt aber so mal direkt hier vor, oder? Da haben wir 812. Ja, schauen wir mal rein, ne? So, kurz einmal einen Blick in den Showroom geworfen, aber vielleicht kommen wir morgen Abend auf dem Rückweg nochmal vorbei. Kommt auf die Zeit an, aber dann haben sie gesagt, können sie uns eventuell noch ein Auto rausstellen und mal anschmeißen. Das wäre natürlich noch mega geil. So, Nico abholen, dann ist nächstes Ziel St. Moritz. Dann geht's so richtig ab. Kind
Jungs, sag Moritz! Mach sag Moritz! Moritz. Da vorne, Levante, gelb. Maserati! Oh, Autotransporter, Autotransporter. Was ist da? Alles gar kein GT3. Hier haben wir auch einen gesehen, ne? Weißt du, ich auch. Gerade noch mal kurz gehalten, weil im Vorbeifahren war hier dieser Ares Showroom. Da standen diese zwei extrem interessanten Autos drin. Die mussten wir uns mal kurz angucken. Und jetzt gehen wir zu dem Veranstaltungsort. Also erst am Hotel und dann in die Tiefgarage. Der pinke Golf, let's go! Best Spec. Jetzt hier halt der Bus, der uns die Sicht versperrt auf dieses wunderschöne Kfz. Schweizer? Genau, der kann halt echt sein. Da ist das Hotel, wo die übernachten. G-Klasse! Letztes Jahr war es ein Pagani Zonda Cinque. Rolls-Royce. Oh. Lol, das ist der in München war. Ach der, krass, der Hubeiter. Hammer. Der geht in der Tour. Das ist der hier. Hier, Plug-in. Ja, hier. Perfekt. Guck mal, das ist das Vorteil daran, dass wir jetzt mit einem E-Auto unterwegs sind, beziehungsweise mit einem Plug-in-Hybrid. Wir können hier laden, kostenlos, müssen nichts zahlen. Und jetzt gehen wir Autos gucken. Jungs, ich bin so hyped. Wir sind ja jetzt auf Moritz. Die Sonne scheint. Es war heute eigentlich Schneegemäld, aber die Sonne scheint und... Oh, ich bin so gespannt, was wir gleich alles sehen. Ob wir noch ein paar Überraschungen erfahren. Da hinten kann man jetzt sehen, was da Rotes fährt. Das ist ein, was ist das, ein 308er? Der den Soundchart, ja. Da kommen Erinnerungen wieder hoch. Vor zwei Jahren standen wir hier an diesem Kreisverkehr und haben das alles beobachtet. Und hier kam der ganze Scheiß raus. Oh, da hinten ist ein Maserati MC20. Zwei Stück sogar. Oh, ein Zonda. MC12 da hinten. Polizei, den habe ich auch schon gesehen. Also es ist jetzt leider so, wir dürfen leider nicht in die Ecke da hinten hin, was ich nicht verstehe, weil hier schon ganz viele waren. Aber ey, man sieht ja jetzt schon einiges. Hier vorne ist ein 330er, in der Reihe zwei daneben, 250 SWB. Nochmal ein paar weiter. Man sieht so ein bisschen die Front vom fucking 250 GTO. Leute, das ist mein allererster 250 GTO, das teuerste Auto, was je versteigert wurde. Aber tatsächlich, hier dürfen wir hin. Und das ist jetzt 250 GTO. Holy fuck, ey. Testarossa Spider von Kessel. C-Type davor. Ein höher gelegter Rolls-Royce. Perfektes Auto für die Eis. Ist das... Oh, tatsächlich ein California Spider hier. Holy fuck. Und Miura. Oh, das ist schon der zweite Countach. Holy fuck, ey, wenn die morgen alle rausfahren aufs Eis. Ist das ein DBR1 da hinten? Also wenn ja, ist das ultra krass. Ich hab gerade so random durch die Garage hier geguckt und da einfach gelber Veneno. Schaut euch das an. Also abgesehen davon, dass ein GRJS gerade vorbeikommt, wird da gerade ein Trailer abgeladen. Das sieht mir wie ein Kessel-Trailer aus oder so. Pagani. Huayra. 250 schon viel besser. Runter. Okay, da müssen wir ganz schnell hin. Auf geht's. Ich sehe dahinter, glaube ich, auch noch ein 300 SL, wenn ich das richtig erkenne. Ich weiß es nicht so genau. Grüß dich. Servus, grüß euch. Hi. Grüß euch. Hi, hi. Na, servus, hi. Maserati oder was ist das? Ah, okay. Mann, das ist nicht im Ernst. Lunch. Was ist das? Lunch? Lancia. Ja, aber das ist ein alter Lancia-Rennwagen. Pagani, was ist das? Alfa Romeo 300 SL in Blau, Roadster, Daytona. Das ist ein Lusso, oder? Ja, das ist ein Lusso. 250 Lusso. Ah, geil, ey, wir kommen genau richtig. Es werden noch Autos abgeladen. Das wollte ich eigentlich machen. Ich dachte schon, wir wären zu spät dran. Thank you.
Wie geil der höher gelegt, Alter. So, so langsam etwas durchgefroren. Es wird langsam auch dunkel. Es tut sich nicht mehr so viel. Die ganzen Spotter sind eh schon alle weg. Und wir haben einen Tisch reserviert im Restaurant. Das heißt, wir lassen es jetzt gut gehen. Wir starten morgen dann so richtig durch. Mit The Ice. On The Ice. Vielleicht ist bis dahin noch was Neues gekommen. Mich würde es sehr freuen. Also gute Nacht, bis morgen. So dunkel hier. Es hat sich nochmal gelohnt, eine kleine Runde zu drehen. Und nochmal die beiden 300 SL da gesehen. Der eine, ich weiß noch gar nicht, was das für ein Umbau ist. Erinnert so ein bisschen an 300 SLS. Wir haben auch schon, boah, bin ich dunkel. Wir haben auch schon lilanen Urus jetzt eben gesehen. 992 GT3 war unterwegs. Also es geht auch abends noch ein bisschen was. Wir fangen mit dem an, mit dem wir gestern aufgehört haben. Mit den 300 SLs. Guten Morgen, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich was im Hotel vergessen habe. Wir waren eigentlich fast die Ersten hier, aber jetzt, wo wir wieder zurückgefahren sind, ist schon einiges aufs Eis gefahren. Gerade den 375 mm gesehen, heute, letztes Jahr bei der Millimeter zum ersten Mal gesehen. Jetzt schon zu, das ist der Rod Roy. Da freue ich mich auch drauf, den auf dem Eis zu sehen. HP Barchetta, erstes Auto, da hinten sehe ich gerade den Testarossa als Roadster vorfahren. Ich glaube, es macht mehr Sinn, sich dahin zu stellen. Lancia Flamina Sport Zagato in Monaco, das erste Mal gesehen und am nächsten Tag direkt einen zweiten gesehen. Und das müsste mittlerweile mein dritter sein, wenn ich mich nicht vertue. 57 Monster, ich liebe das Auto. Ob es glaubt oder nicht, dieser Aston Martin DB3S, einer meiner Highlights hier von der Tour. Und jetzt geht schon wieder weiter, Dino in Lila. Ich habe ein kleines Problem, jeden Moment geht mein Akku leer und es kommen die ganze Zeit Autos.
So, es wird Zeit. Wir gehen mal aufs Gelände drauf. Die ganzen Autos, die ich jetzt verpasst habe, sehe ich jetzt einmal hier auf dem Eis stehen. Der MC12 ist gerade rumgedriftet schon. Das war jetzt gerade der Auslöser, dass wir jetzt aufs Gelände drauf gehen. Aber es fehlen immer noch Autos. Es sind noch nicht alle drauf gefahren. Jetzt gehen wir noch mal die ganze Reihe ab. Wir fangen mal mit der vorderen Reihe hier an. Es gibt ganz viele Autos dabei, die ich nicht wirklich kenne. Ich weiß, dass das ein alter Maserati ist, aber kann jetzt nicht sagen, welches. Könnte der 4CL sein von The Real Pearl Collection. Okay, dann ist der. Das steht sogar drauf, 3SL S Porter, ein Jaguar XKSS, Aston Martin DB3 S. Tatsächlich einer meiner Lieblingsautos, weil es so der Nachfolger vom DBR1 und DBR2 ist. Und das ist ja wohlbekannt mein absolutes Lieblingsauto. Und das ist der allererste, den ich sehe. Das ist richtig geil. C-Type, der gleiche war vor 2 Jahren auch dabei. Dieses Auto, Porsche 904, fuhr gerade drauf, als ich nochmal zum Hotel zurückgefahren bin. Und das war der Moment, wo ich dann wusste, okay, scheiße, ich werde jetzt einiges verpassen. Auch ultra selten. Und ich glaube, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich schon mal einen gesehen habe. Ich glaube, das ist auch mein erster, zumindest auf rumfahrend. Alfa Romeo, ich glaube, Giulia GTZ, also Zagato auf jeden Fall. Umbau von Zagato, Zagato-Karosserie. Weiterer Giulia. Dieser Maserati weiß ich auch nicht, was es für einer ist. So, hier haben wir Testarossa als Umbau zum Roadster. Es gibt meines Wissens nach keine Factory Roadster, die wurden alle im Nachhinein umgebaut, aber es gibt trotzdem halt nicht viele. Alter Fiat-Kombi. Dieser Buggy, ist das, glaube ich, ein Filmauto? Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Dann haben wir hier hinter der Menschentraube Aston Martin DB5. Es ist auch ein Umbau mit einigen Extras. Man sieht es hier zum Beispiel. Da kommen die Maschinengewehrläufe vorne aus den Blinkern raus. Hinten hat er eine schusssichere Plattform, die da ausfährt. Die ist auch tatsächlich schusssicher. Und ja, einige andere Features hat das Auto noch. Zum Beispiel, dass Öl hinten auslaufen kann. Also es gibt dafür eine Apparatur. Allerdings darf man da natürlich kein echtes Öl einführen, ne? Weil viel zu unsicher. Das hier ist ein Ferrari 330 GT. Und ja, von der Polizei. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich mal ein Polizeiauto war in Italien. Kann tatsächlich sein. Einer von 2 Countaches. Und der hier auch sehr berühmt. Kostet auch über 1 Million. Die Spec ist unglaublich geil. Außen lila, innen weißes Leder, wenn ich das richtig sehe. Das Nummernschild ist natürlich auch genial und passt einfach mega zum Auto. Maserati Ghibli aus Berlin. Ferrari 250 GT Lusso. Kostet auch über 1 Million. Der hier auch. SL Roadster. SL, das sieht wunderschön aus, dieses Blau. Aus Tessin. Wieder ein Alpha Spider und ein Lancia Aurelia. Auch der geht in Richtung 1 Million Euro vom Wert her. Dann schwenken wir mal kurz auf die andere Seite rüber. Hier sind auch so ein paar Pavillons aufgebaut. Hier haben wir den Urvater MC12. Maserati MC12 neben MC20, der mehr oder weniger Nachfolger in Anführungszeichen. In die Fußstapfen des MC12 kann er natürlich nicht steppen. Der hat den gleichen Motor vom Ferrari Enzo mit drin, wurde zusammen mit dem Enzo entwickelt. Man sieht einfach dieses Le Mans-Feeling an. Der Wagen gehört auf die Rennstrecke und jetzt hat er hier geparkt und ich hoffe, er fährt gleich nochmal aufs Eis. Innen drin steht noch ein Maserati 3500 GT, der wird heute nicht fahren, hieß es. Ach, das ist der Münchner, okay, den habe ich aber auch schon gesehen. Oh, und da fährt gerade der Zonda, scheiße, voll verpasst. Zonda C12 und dann kommt noch ein Zonda S oder F, bin mir nicht ganz sicher. Ja, Zonda F, hinten steht es drauf, sehr gut. Ich hoffe so, dass die heute noch fahren, die beiden Zondas hier. Die sind gerade so leise, aber die können so laut sein. Aber die sehen natürlich aus wie geleckt. Ich weiß nicht, ob sie die dreckig machen. Wir uns noch der anderen Seite da drüben widmen. Noch einmal ein kurzer Blick hier rüber. Aaron Sotheby's, die machen Versteigerungen von Luxusartikeln. Natürlich auch viel von Luxusfahrzeugen. Hier stehen jetzt 2 Panda 4x4s rum, die jetzt nicht ganz so besonders sind. Aber das Auto da drin ist relativ besonders. Das ist ein 300 SL, auch als Roadster, wie wir gerade eben gesehen haben. Und zwar einen prominenten Vorbesitzer von Juan Manuel Fangio, ehemaliger Formel-1-Rennfahrer.
Hier steht noch der 311 von IWC, den haben wir gestern Abend ja auch noch erwischt. Okay, gut, gehen wir hier nochmal die Reihe durch. Also hier haben wir einen Zonda AP Barchetta, einer von drei Stück, und das hier ist der letzte produzierte, der dritte. Gerade vor zwei Tagen erst ausgeliefert. Nein, du schleichst dich jetzt nicht ins Video, Tobi. Und heute schon hier bei seinem ersten Auto-Event. Vielleicht kriegt er heute einen Preis. Wer weiß, gehen wir weiter. Maserati A6 GCS, Millionen Maserati. Und das hier, ein Auto, das vor zwei Jahren auch da war, abgeladen wurde. Dann wurde das Event abgesagt und es wurde schon wieder eingeladen und wieder weggefahren. Das heißt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Bei der Millimilia war er wohl auch dabei. Ich habe ihn auch verpasst. Aber man findet sich ja dann doch irgendwann im Leben. 375 Millimilia. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Ich habe bei der Millimilia letztes Jahr den ersten gesehen, jetzt schon den zweiten. Der ist aus dem Ferrari-Museum hier hergefahren. Dann haben wir ein Mini, eventuell Filmfahrzeug. Ich weiß es nicht genau, weil eigentlich ist er nicht besonders genug für so einen Konkurs hier, würde ich sagen. Aber irgendwas Besonderes ist an diesem Mini sicher. Dann daneben, es ist natürlich das Highlight des Tages, 250 GTO, das teuerste Auto. Das bekannteste, teuerste Auto der Welt. Und mein allererster hier. Und der ist tatsächlich, man sieht es in dem Licht gar nicht so gut, der ist dunkelblau. Einmal kurz Abstecher hier auf den vorbeirasenden, weiß nicht, Fiat oder was das ist. Hier geht es wieder weiter mit einer Ferrari 250er Serie. Das ist ein 250 mm. Wie man sieht, komplett original gelassen hier. Das Blech ist ein bisschen eingedrückt. Das macht aber auch wieder den Reiz aus bei so welchen Autos. Daneben haben wir unseren zweiten Countach, der war vor zwei Jahren auch noch dabei. Daytona Spider. Daytona Spider sind übrigens noch mal eine Ecke teurer als die Daytona Coupés, deswegen auch was ganz Besonderes hier. Der Charger, habe ich gehört, auch ein Filmauto. Und auch einer meiner Highlights hier, Lamborghini Miura. Diese Lufterlässe oder diese Rillen da oben drauf, angeblich sollen die an Wimpern wirklich erinnern, an die Schönheit einer Frau, wie der Designer Marcello Gandini das formuliert hat. Der liegt einfach so ultra flach auf der Straße. Du sitzt auf dem Asphalt, wenn du da drin bist. Und Miura siehst du unglaublich selten. Deswegen auch einer der großen Highlights hier heute on the show. Weiter habe ich ihm angesprochen, Lancia Flaminia Sportzagato. Hier haben wir einen Dino, auch in lila. Ich hoffe, dass die den nochmal neben den UFO Countach stellen, weil die beiden in lila nebeneinander wären natürlich mega Combo. Das hier ist der 275 GTB von Katharina Kyvalova auf Instagram auch vertreten. Die hatten gestern noch ein Shooting. Wir haben sie auf der Hinfahrt tatsächlich gesehen, haben aber dann nicht angehalten, weil wir lieber hierher wollten, so schnell wie möglich. Auch mittlerweile angekommen. Nochmal Ferrari 250 als Cabriolet. Passend natürlich neben dem California, der nochmal um Längen besonderer ist als der ganz normale. Das ist ein ganz normale Cabrio. Mehrere Millionen Euro teuer ist, ich weiß nicht genau, 7, 8 Millionen bestimmt. Und noch sind die Reifen eingepackt, aber die werden hoffentlich gleich ausgepackt. Und daneben noch ein 356 Porsche Speedster. Und bei dieser Ausstellung hier gehe ich davon aus, dass es ein echter Speedster ist, weil es werden sehr viele nachgebaut. Okay, sehr gut mit der Reihe durch und es geht weiter mit Autos, die hier ankommen. 250 SWB. Gerade dieses Jahr noch einen gesehen, in der gleichen Farbe, in diesem Dunkelrot. Und jetzt schon den zweiten. Ich hatte gedacht, es ist der gleiche, aber nein, der hat Graubündner Kennzeichen, den ich gesehen hatte, der hatte Berner Kennzeichen. Und auch der siedelt sich vom Preis her im höheren Millionenbereich an. So, da weiß ich preislich nicht wirklich Bescheid, aber ich habe diesen Wagen noch nie gesehen. Das heißt, er scheint sehr selten zu sein. Eventuell sogar ein One-of-One, ein Abarth. Also die damalige Sportmarke von Fiat, auch heute noch für die Veredelung von Fiat oder für die hochmotorisierten Fiats zuständig. Arturo Menzano oder sowas stand da drauf, wahrscheinlich Rennfahrer. Der ist auch schön laut, da freue ich mich auch, den nachher auf dem Eis zu sehen. Ich war mir bis zum Schluss nicht hundertprozentig sicher, ob wir auch auf dieses Gelände hier, wo die Autos stehen, auch wirklich drauf kommen oder ob wir nur irgendwie an den Streckenrand kommen. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier drauf kommen und uns alles in Ruhe angucken können. Da hinten stehen schon wieder ein paar Ferraris in der Schlange, die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Aber ich freue mich jetzt einfach mega darauf, dass die ganzen Autos aufs Eis fahren. Und jetzt würde ich jetzt erstmal ein paar Fotos machen, damit ich die alle auf meiner Seite einpflegen kann. Die perfekte Verfolgung.